Herzlich willkommen zum sechsten Tag meines Kisan Pirates Adventskalenders. Und ja, heute ist der sechste und wir sind bei dem netten Spielchen Kingdoms and Castles. Ein kleines, ich sag mal, Stadtaufbauspielchen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir drücken mal auf Start, dann den Standardmodus. Dann kann man eine Region, ich sag mal, auswählen. Da kann man sagen, Paxilion sind keine Bedrohungen, also ein friedliches Land ohne Feinde. Lange schöne Sommer, kurze milde Winter, ne? Dann Sommern, einfach für Einsteiger freundliche Region, für die ungeübten Herrscher, lange Sommer, kurze milde Winter, wenig Überfälle und Drachen. Oder die schweren für die erfahrenen Sachen. Wir nehmen einfach so. Ich würde sagen, normal und zufällig ist eigentlich ganz okay. Ja, kann man so lassen. Hier ist nochmal schön die Steuerung erklärt. Ne? Zack. WASD kann man es auch benutzen. So. Ne? Beziehungsweise kann man hier auch noch Regionen ändern. Inselmäßig habe ich jetzt nicht wenig. Nicht gerade viel Lust drauf. Wenn, dann würde ich doch schon eine große Insel haben wollen. Ja, die sieht doch schön aus. Ne? Und wir bestätigen. So, jetzt erstmal Königreich benennen. Komm, Kisan Pirates. Das Königreich nennen wir einfach Kisan Pirates mit einem schönen Schwert hier. So. Und wir könnten dann auch ein eigenes Banner sozusagen erstellen und hier hochladen. Aber das wollen wir ja jetzt gerade erstmal nicht. Und hier sind wir. Das Kisan Pirates Königreich sozusagen. Und wir haben im Grunde hier jetzt überall Bauplatz. Was haben wir denn da? Schon eine kleine Hütte. Es ist nicht alles auf Deutsch, muss man bedenken. Das ist zum Beispiel eine Hexe. Ja. Ne? Ist nicht alles auf Deutsch gehauen. Ne? Leere Höhle. Muss man aber mit leben können. So, wir bauen uns erstmal einen schönen Burgfried hier irgendwo hin. Und am besten irgendwo hin, wo wir es gut verteidigen können. Ich würde sagen, tatsächlich hier in die Region irgendwo. Mit R kann man natürlich die Dings auch drehen, ne? Zack. So, jetzt haben wir schon mal da unseren Burgfried. Dann haben wir hier zum Beispiel. Oh, achso, erstmal Straßen brauchen wir. So. Ne? Zack, 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 zack. Erstmal zum Wasser. Und dann hier einmal runter. Zack, so. Und dann würde ich sagen, lassen wir erstmal schneller Vorlauf. So. Hier können wir ein bisschen fällen lassen. Dann haben wir da ein bisschen, ne? So. Hin und wieder Brandgefahr hoch. Das heißt, man sollte einen Brunnen in die Nähe stellen. So, Brunnen braucht aber ja bisschen Arkmaterial, glaube ich. Wenn ich das richtig. Ah ne, hier. Stein und Holz. Deswegen würde ich sagen. Oh,
kann abgebaut werden, ja. Könnte natürlich jetzt ein Weizenfeld erstmal hier hinbauen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zu für zum Futtern. Ein Häuslein. Türme zusammen. Hohe Wälle sind schwieriger zu zerstören, ja klar. Aber das wollen wir noch gar nicht. Wir brauchen dahingehend erstmal noch Nahrungsmittel. So. Schnell mal auf ganz schnell. Wir haben hier nebenbei auch noch Berater. Guten Tag, mein Herr. Wir brauchen Felder, um unsere Arbeiter zu versorgen. Habe ich ja gebaut. Wir brauchen Straßen und Häuser. Bauen, um Wachstum unser Königreich anzukurbeln. Guten Tag, mein Herr. So. Das sind so unsere Berater bezüglich zum Beispiel Stadt, Militär und Landwirtschaft. Ne? So. Okay, warte mal. Also man kann auch Leertaste drücken. Lagern. Wir bräuchten Felsding, ne? Wo haben wir es denn das? Ne, Friedhof ist es nicht. Haben wir? Müssten wir nicht irgendwo eine Versorgung? Bäcker, Stellen, Markt. Steinbruch, da haben wir es. 15 Holz brauche ich. Okay. Hier bei Industrie. Also müssen wir mehr Holz hacken. Fällt mal hier ein bisschen mehr Holz, Leute. Ja wohl gar nicht, dass hier die Leute. Ach so, toll. Außer Betrieb. Außer Betrieb. So. Erstmal schön hier, ne? Ich meine mal, dass sie die Stadt besuchen, ist ja schön und gut, ne? Aber außer Betrieb, so. Wir brauchen mehr Holz. Deswegen. Nächstes Stadtgebäude. Ne? Achso, euch sollte aufgefallen haben, sein, dass meine Facecam jetzt eine bessere Qualität hat, weil die neue Facecam ist da. Die neue Logitech hat eine bessere Qualität, ist nämlich jetzt direkt 1080p. Die vorher, da habe ich aber auch nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte nur 720. Deswegen sah das manchmal ziemlich scheiße aus, was da an Facecam-Qualität zusammenkam. Ne? So, Industrie. Ja. Wo packen wir das am dümmsten hin? Achso, ja. Wir müssen ja eine Straße hinführen. Hier, die könnte man gut gebrauchen, ne? Zwei Felsen. Hier hinten haben wir auch noch. Okay, wisst ihr was? Wir führen das jetzt hier. Autsch. Zack, zack. Zack, 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 zack.
Jetzt habe ich natürlich nicht genug Dings. Fällen, 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 fällen. Ja, ich weiß. Was haben wir da? Verzehr von Häusern 8. Nahrungsprodukten. Ja, okay. Das bleibt bei plus 1 pro Jahr. Das ist schon mal gut. Ne, also rein theoretisch. Ja, ich weiß. Den brauche ich nicht. So. Jetzt kümmert euch mal ums Holz. Damit ich genug habe, um hier mir einen Steinbau zu machen. Ja. So. Das machen wir nach da. Und zimmern dann hier das noch mit dran. Dann haben wir nämlich da schon mal was. Starken nicht verdorren. Abreißen. 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 Und wir machen ein paar Obstgärten hier hin. Ich meine, mal einen Obstgarten dorthin zu bauen, ist doch schon mal etwas stylischer. So, jetzt brauche ich noch ordentlich Stein. Und dann können wir das schön abbauen und einen Brunnen hinbauen. Ja, so verlassen ist das Höhlchen gar nicht. Das ist ein Wolfshöhle. Frisst alles, was näher außer Förster können von Soldaten getötet werden. Okay. Okay. Alles klar. Würde sagen, bauen wir da noch mal ein kleines Städtchen hin, ein kleines Häuschen hin. Und dann haben wir da auf jeden Fall auch schon mal ein Grundproduktion 22 pro Jahr. Das heißt, wir sind bei minus 6 pro Jahr. Dann machen wir lieber noch ein Ding hin. Vielleicht auch noch ein zweites. Damit wir dann wenigstens aus diesem Minus rauskommen. So, haben wir da jemanden? Ja, wir haben da jemanden. Das ist schon mal gut. So. Also an sich baut man sich hier so ein klein bisschen sein Städtchen auf. Jetzt, wo wir den Modus, den wir gemacht haben, ist eher selten, dass man Angriff kommt, aber es kann halt passieren, dass hier mal ein Drache rüberfliegt, also Bob, mal vorbeischaut. Oder halt dementsprechend auch, dass Piraten kommen oder dass man Barbaren in der Hinsicht, ne? Also dass halt Feinde kommen, um dort ein bisschen Scheiße zu bauen, ne? So. Okay. Das ist für einen Getreidespeicher. Das ist eher.
Achso, erstmal weg. Minus 7 pro Jahr. Hallo? Ich produziere doch ordentlich. Ich produziere durch Fell. Achso, die Obstgärten produzieren noch nicht, deswegen. Wie lange brauchen das? Ah, jetzt haben wir. Jetzt haben wir schon mal die erste Ernte, glaube ich, eingefahren. Zack, 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 zack. Naja. Okay. Brunnen wollte ich bauen. Jetzt brauche ich natürlich Holz. Was natürlich eher suboptimal ist. Förster bräuchte 15 Holz. Dann schauen wir mal, dass wir hier bei Gelegenheit hier einen Förster auch noch aufbauen. Weil wir haben hier ja ordentlich Wald. Dann kann hier der Förster, den wir hier haben, Bäume pflanzen und fällen, wie er lustig ist. Genau, hier. Ist zu weit von der Stadt entfernt. Nee. Okay. Machen wir das so. Förster. Ist der Eingang? Nein. Wir schmeißen das mal hier so hin. So. Und wir haben genug für einen Brunnen. Was natürlich sehr vorteilhaft ist. Weil dadurch die Brandgefahr verringert wird. Ne? So. Getreidespeicher. Zack. Einfach mal, damit wir mehr lagern können. So. Okay. Was haben wir sonst noch? Kleines Lager. Das lagert halt so Ressourcen wie Holz oder Stein. Ja, das große Lager, ne? Köhler ist für Kohle zum Heizen. Was eigentlich auch sehr hilfreich wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fäll mal da. So. So, der Förster ist auch bald fertig. Währenddessen trinke ich mal einen Schluck aus der neu geöffneten Flasche. So. Wartet auf 6 Holz. So. Ich könnte noch ein paar Arbeiter gebrauchen. Aber ich glaube dann. Plus 6 pro Dings. Und so ein Haus verbraucht, glaube ich, jährlich. Warte, durch Häuser 15. Also, ja. Also 5, ja. Dann sollte es noch okay gehen, wenn ich ein weiteres Haus baue, bevor ich dann meine Lebensmittel hier wieder aufstocken muss. Ja. Eine kleine Hütte. Und schon kriegen wir nämlich wieder 5 neue Arbeiter. Plus 20 Speicherplatz für Nahrung. Yay. 200, Entschuldigung. Weil ich würde gerne auch noch einen Köhler bauen. Ne? Weil,
Den würde ich dann hier hinbauen. Damit wir dahingehend auch ein bisschen Kohle zum Heizen haben. Ich meine mal, das neben Förster zu bauen ist eigentlich sinnvoll, weil der pflanzt ja auch Bäume wieder neu an. Ne? So. Mühne, Markt, Schöpferrad. Ein Schöpferrad ist zum Beispiel für Wasser ganz witzig. So, Köhler, da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn, den Köhler. Zack. Einfach damit hin. So. Das ist jetzt natürlich doof, weil anfällig bei starkem Regen, aber der nicht. Wird durch starken Regen nicht verdorren. Ui. Es blitzt sogar. Ah, der Köhler ist auch schon im Betrieb. Das ist schön. So. Plus 22. Das ist doch super. Okay, dann können wir uns nämlich langsam mal weiter begeben für die nächsten Sachen, die wir brauchen. Nämlich können wir hier zum Beispiel ein Zwischenlager hinbauen. Genauso würde ich dann hier ein Zwischenlager hinbauen. Einfach damit das dort gelagert wird. Und nicht alles in die Burg rein, beziehungsweise damit wir auch hier ein bisschen mehr, ich sag mal, mehr Speicherplatz haben oder Lagerplatz in der Hinsicht. So. Natürlich gibt es auch eine Eisenminenmöglichkeit. Allerdings würde ich sagen, könnte hier dicht machen zum Beispiel, aber nö, das lassen wir erstmal, bis wir irgendwie Lord Levi bevor wir irgendwas anderes machen, würde ich persönlich tatsächlich mal schauen, was Richtung Städtchen zu bauen. So ein bisschen friedlicher voranzuschreiten. Ja, da ist schon wieder so eine Wolfshöhle. Hier, das zum Beispiel, das wäre Eisen zum Abbauen. So, was sagen meine Berater? Majestät, es ist viel zu viel Zeit benötigt, die Ernte einzuholen. Ein Teil ist bereits im Winter unbrauchbar. Verbessern Sie die Zugänglichkeit zu einem Getreidespeicher, würde helfen. Majestät, bla bla bla, ja klar. Die sind genau daneben, Leute. Was war das andere? Majestät, das nehmen wir eine angenehmer gestalten, ne? Größere Häuser. Nö. Erstmal nicht. Erstmal nicht. So. Schon wieder Regen. Hey, Versorgung, Windmühle. Dafür
dafür brauche ich Geld. Und Geld, Geld, dafür müsste ich hier. Na, wo haben wir es denn? Schatzkammer bauen. Und die Schatzkammer zu bauen, brauche ich Stein. Und für Stein habe ich dementsprechend gerade natürlich keine Leute. Hey, okay, dann bauen wir uns hier nochmal eine Hütte hin. Da nochmal eine Hütte hin. Und auf jeden Fall dort noch drei Hütten hin. So. Dann noch eine weitere davon und noch einen weiteren daran. So. Damit wir erstmal hier wieder ein paar Leute haben, die eventuell mal sich genehmigen, hier Stein abzubauen. So. Einen zweiten Steinbruch könnte ich hier noch hinbauen, damit das auch nochmal, ne? Bisschen besser ist. So. Also 45 Leute kann ich ins Städtchen kriegen. 22 habe ich. Zufriedenheit sind es 76. So. Ah, Lagerarbeiter. Das sind zwei. Getreidearbeiter. Bauern. Köhler. Ich brauche Steinarbeiter. Leute, ich brauche Leute beim Steinabbau. Geht ja wohl gar nicht hier. Plus 19 im Jahr, ja. Nee. Ein kleiner Glückwunsch. Keystone Pirates ist nun ein kleines Tor. So langsam habt ihr den Dreh raus. Ja, geil. Und da ist gerade mir ein Weizenfeld verbrannt. Wow. Timing, sage ich nur. Timing. Oh Gott. Dieses Timing ist schon... Wow. Ich meine mal, ich habe da ja einen Brunnen. Eigentlich sollte da die Brandgefahr gar nicht so hoch sein. Ja. Wie da einfach gar keiner ist, ne? Oh Mann. Oh doch, jetzt ist da jemand. Das ist schön. Das ist super. Jetzt ist da jemand. Kurz vorm Ende der Folge kommt da jetzt endlich mal jemand Stein abbauen. Na bitte, geh doch. So, 31 Leute. Ist doch schon mal nett. Und Jahr 19 haben wir schon erreicht. So. Kriegen auch genug Nahrung zusammen. Oh ja, jetzt geht's los. Winterzeit, wo hier die Felder nicht bestellt werden können, ist immer schön für Steinbau. Da kann ich schön Stein bauen. So, wir wollen natürlich eine Schatzkammer. Das wird ein bisschen teuer. Ne? Bietet die Möglichkeit, Steuern zu erheben. Speichert bis zu 1000 Goldmünzen. So. Und die Goldmünzen brauchen wir halt, um auch ein bisschen Verteidigungsanlagen zu bauen. Wie zum Beispiel
Hier eine Turmballiste, Turmschützen, Turm und sowas. Ein Graben auszuheben zum Beispiel. Ne? So. Allerdings würde ich sagen, mit diesem netten kleinen Dörfchen beende ich für heute diese Folge meines Adventskalenders. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht mit einem anderen Spiel. Und dann würde ich sagen, tschüss, ciao und noch einen schönen Donnerstag. Müsste ein Donnerstag heute sein. Ne? Müsste eigentlich Donnerstag sein. Ich gucke mal schnell. Ja, Donnerstag. Ich bin doch noch nicht so weit, dass ich falsch liege. Also, schönen Donnerstag und Abend noch und dann bis zum nächsten Mal.